Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben heute ein Video, und zwar der Manu. Ja, das ist dieses unbekannte Mäuschen. Da drüben, Hello. Wo man sich denkt, was macht der Manu überhaupt hier im Unternehmen JB Performance? Ja. Aber darum geht es heute überhaupt gar nicht. Das frage ich mich auch bis heute eigentlich. Ja, ne? Ich frage mich eigentlich auch, wofür zahle ich den überhaupt? Was macht der? Chill. Du machst den Haare schön. Mach Haare schön. Aber wir wissen noch gar nicht wofür. Hm. Egal. Kommen wir wirklich, da kommen wir im Raum Essen Motorshow drauf. Ja, wie auch sagen. Dann werden wir alle den Manu kennen. Genau. Dann werden wir uns Manu sein Gesicht auf die Brust tätowieren. Geil. Ich hoffe doch. Oder auf den Arsch. Auch geil. Oder direkt zwischen die Arschbacken. Deine Nacht so. Oh, geil. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, heute geht es um Manus Auto. Und zwar Manus Auto ist so ein. Mach mal an, bitte einmal. Erstmal finde ich, dein Auto ist ein bisschen zu hoch. Ja. Ich denke. Ja, das geht so nicht. Sieht auch wirklich nicht gut aus. Das stimmt. Nee. Ist halt wirklich scheiße, ne? So, gib einmal Gas, bitte. Ist das komplett Serie? Das ist Remus Abgasanlage. Und du willst Todesstufe, ne? Ja, natürlich. So, Manu kriegt nämlich Todesstufe, der kriegt eine H&S Downpipe, der kriegt eine von ASR, so eine Steuereinheit, die könnt ihr auch gerne bei uns bestellen. Da kann man dann nämlich per Knopfdruck immer laut und immer leise fahren. Total geil. Und eine Abgasanlagenmodifikation, weil die Remus-Anlage ist so ein bisschen mau. Die Serie ist 10%. Die Serie ist tot. Das Auto Serie ist null. Das heißt, es ist eigentlich schon gut dann. Fürs Verhältnis ja. Aber da du ein bisschen bescheuert bist. Das Problem ist, im Stand ist er zu leise. Auf jeden Fall. Plöppt nichts, macht gar nichts. Bei Beschleunigung ja, aber sonst tot. Okay. Wie war das? Bauen wir jetzt um. Wir werden so eine kleine Runde fahren mit dem Ding und dann geht's schon los. Also, soundmäßig. Herr Kremer. Ja. Fahrhöhe ist Mitte Airlift. Weiß ich. Sehr geil. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao. Wünsche Ihnen auch. Eigentlich hat der Wagen ja auch so einen kleinen Porn verdient, ne? Eigentlich ja, würde ich auch sagen. Weil es ist schon wirklich ganz gut. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Porn, bevor wir losfahren. So, tschüss. Alter, hör mal. What the fuck? Was Manu! 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 Komm, wir gehen zum Fenster. Manu! Wo ist der feige Sack? Manu! Ja? Komm her. Ja. Komm mit. Ist von Fabi das Lied, ne? Hä? Ist von Fabi das Lied, was soll ich machen? Das ist von dir! Wie ist von mir? Aber hat der Fabi mir gezeigt. Voll geil. Ist nur ein Remix. Du findest es nicht gut, oder was? Ich hab nur gute Musik in meinem Kreis. Kunst? Ja. Was ist das? Ich auch die ganzen 90er Jahre, was du willst. Man meint, dass der Fabi sich jetzt hier freuen würde, ey. Ja, aber Gubi hört das auch? Der hört das nicht. Vom Gubi hab ich ein Lied doch. Ja, genau. Ja, natürlich. Frag ihn. Was ist denn hier los, ey? So, soundtechnisch. Was kann denn so ein S3 mit Remus-Abgasanlage? Weil der Manu ist so ein bisschen plemplem und er will wirklich ein ganzes Pfund mehr Sound. Jetzt haben wir hier ein Airlift-System drin, was ich nebenbei gesagt ziemlich geil finde, muss ich sagen. Das funktioniert ziemlich gut. Hallo, mein Freund. Komm mal her. Wie geht es dir denn? Jetzt erzähl mal ganz in Ruhe. Was ist denn so los? Meines Zuhause ist nicht weit weg von hier. Und wo ist deines Zuhause? Ich weiß nicht. Hückelhofen. Wo? Hückelhofen? Hückelhofen kenne ich. Aber Samstag bin ich in das Fernsehen. Warum? Was machst du im Fernsehen? Sprichst du die Tagesschau? Nein, zeig ich schon nicht. Ich habe Video von dir aufgenommen. Volle Pulle. Yeah. Wo fährst du hin? Ich fahre eine Runde, weil der Jonas, sagt ja. Jonas mal Hallo. Hallo Jonas. Hallo. Der Jonas und ich drehen ein Video über das Auto hier.
Luftfahrwerke begeistern selbst Kinder. Bis später. Hey, Buddy. Hey, Yannick. Wie geht's dir? Ach, so. Okay, also wir haben halt das normale DSG-Geplümpel, ne? Blum, blum, blum. Aber das Ding ist ja, dass es den meisten Leuten so einfach nicht reicht. Die wollen, dass das diese richtige Explosion macht, dieses Boom. Hör mal hin. Verstehe ich vollkommen, weil das ist so... beschreiben. Was Remus macht, was ich auch nicht ganz verstehe, soweit ich weiß, sind das alles noch Absorptionsdämpfer und keine Reflexionsdämpfer. Und deswegen neigen die auch so ein bisschen dazu, dass die Dinger, wenn die untertourig fahren, diese Dämpfer, dass sie im Innenraum sehr viel Störgeräusche machen. Deswegen hören wir da einmal hin. Was wir nämlich machen, wenn es sich anbietet, bauen wir aus einem Reflexionsdämpfer, aus einem Absorptionsdämpfer einen Reflexionsdämpfer. Das geht aber vollkommen. Ja, das geht auch. Das geht wirklich vollkommen klar. Ja, so Dämpfer finde ich so an sich ganz gut. Abgaslagenmodifikation. Der Manu will, dass das DSG-Pöppel wirklich mehr wird. Er will, dass im Leerlauf das Auto etwas lauter wird. Und vor allen Dingen kann er aufgrund der HLS-Downpipe etwas mehr Klang und etwas mehr Durchzug erwarten, vor allen Dingen. Und dieses Paket wollen wir jetzt mal einbauen. Und vor allen Dingen wollen wir dann diese Steuerung einbauen, was ja das Hauptproblem ist, wenn man nämlich auf Drive Select geht bei Audi. Heißt ja nicht, dass die Klappenabgasanlage, die serienmäßig verbaut ist, immer offen ist, sondern nur streckenweise auf ist. Und durch diese Steuerung, die wir da einbauen, könnt ihr dann quasi beeinflussen, dass, wenn die Abgasanlage laut ist, sie sich nicht mehr zu diesen doofen Momenten hinreißen lässt, dass sie kurz leise wird. Ja, kommen wir mal eins weiter. Wir geben nur eine zweite Chance. Zweite Chance. Der Rest ist wirklich ganz okay. This album is dedicated to all the teachers that told me I'll never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. Yeah. And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. So, Manus. Sehr schöner S3, darfst jetzt nicht so laut sagen, weißt du? Ist fertig. Wir haben jetzt die Fernbedienung drin, das heißt, wir können den Auspuff durchgehend laut, durchgehend leise fahren. Wir haben die Downpipe drin und wir haben die Abgasanlage modifiziert. Somit ist das soundmäßig wirklich hart. Aber in letzter Zeit haben wir relativ viele andere Zweiter gehört, zum Beispiel den Opel Zweiter in dem OPC. Den fand ich ja gar nicht so schlecht vom Klang. Ja, stimmt. Also, weil wir immer diesen zweiten TSI fahren, ich denke auch, wir holen das Maximum an Klang raus. Ne? Für viele Leute, die so also V8 und V6 gewohnt sind, die sagen dann, ist nicht so geil. Aber ich stelle dir mal eben vor, pass auf. Ja. Für den klassischen Motorenliebhaber ist dieses Geräusch einfach zu unnatürlich, weißt du, weil das ist natürlich was ein normaler Motor nicht macht eigentlich, sondern da hat Audi oder VAG allgemein versucht, eine gewisse Emotion zu erschaffen, damit es ein Fehlzündungskunstgeräusch macht, ohne das Spritlevel zu hoch zu schubsen, weil in dem Moment, wenn du wirklich ganz extrem Sprit dazu tust und so ein R32 GTR oder irgendwelche Monster, die wir so bauen, bei den Mustangs oder sowas, machen halt diese Fehlzündung, dann ist das meistens Überschuss an Sprit. Nicht so geil, ne? Wir hören nochmal. Ey, krass! Und die Musik hat sich gebessert das letzte Mal, oder? Das war ja... Der wusste das war ja ganz schwierig. Er wusste ja, dass wir uns heute Morgen sein Auto mopsen. Ey, seine Mucke, ne? Das hat er sich anhören dürfen. Okay. Leise. Finde ich gut. Vor allen Dingen kein Furzen, keine Störgeräusche, kein Fratzeln oder sowas.
Weil so ein bisschen das Problem ist bei den unterdruckgesteuerten Klappen, ist, dass die Klappe nicht ganz so viel Kraft hat, wenn sie zu ist. Und dann mal so ein bisschen Abgas in diesen kleinen Öffnungen, bei so einem Kreis, außen vorbei furzelt. Und dann hast du immer... geht so Geräusch. Bei den elektrischen Klappen Gott sei Dank nicht. Was das Ziel nämlich bei uns ist, ist, dass wir immer noch versuchen, die Frequenz rauszufiltern, dass die Abgasanlage einen Hauch Bassigkeit behält und nicht ganz in diese Helligkeit abdriftet und beim Schallvorgang trotzdem, dass wir trotzdem das Schießen haben beim Schallvorgang. Weil das ist das, was die meisten DSG-Boys wollen. Die wollen ja beim Schalten, dass es Boom macht, was wir vorhin gesagt haben, dass das Geräusch ja so ein bisschen, ist nicht künstlich, also was da passiert, das ist schon echt. Und das hilft auch, dass der Schaltvorgang so schnell geht in dem Moment. Guck mal, mit dem R34 GTR, wir schalten von 2 auf 3 oder von 3 auf 4. Erstmal so totale variable Soundkulisse. Guck mal, wenn du hier so guckst, ne? Das wird sich immer so anhören. Ja, auf den stimmt. Punkt. Ja, das stimmt. Auf dem Punkt das Geräusch exakt gleich. Ne? Dass er kein Nachpoppeln, kein gar nichts, keine Variable. Es ist einfach immer exakt das gleiche Geräusch. Wir hören mal von draußen einmal. Wir machen einmal laut leise. Und für all die, die natürlich noch mehr Lautstärke wollen, das ist kein Problem. Also lauter geht es auf jeden Fall. Es ist halt nur meiner Meinung nach, das ist meine Interpretation von einem zweiter TSI, wie er sich meiner Meinung nach anhören sollte. Mhm. Ne? Weil das DSG-Geräusch schon etwas präsenter, aber im durchgehenden Fahrverlauf eine gute Bassigkeit mit einer Note Sportlichkeit. Und nicht volles Rohr durchgehen, dieses, dass er immer laut ist. Weil es gibt Momente, wo es halt ein bisschen peinlich ist. Du beschleunigst neben dem Auto her, du hörst, der Motor schreit die Seele aus dem Leib, aber geht nirgendwo hin. Also fährt nicht vorwärts. Und der ist jetzt nicht so langsam, der Wagen. Aber ich finde halt eine gute Bissigkeit. Ja. So. Genau, wir gucken mal eben den Vergleich zwischen dem anderen. Richtig. Das machen wir nochmal eben. Jetzt wollen wir mal gucken, was der Unterschied ist. Wenn man die so sieht, ne, das ist jetzt schon wirklich, das sind dieselben Autos. Das sind dieselben Autos, aber guck mal hier so drauf, was gut aussieht, ist ein schönes Auto, aber guck mal, wenn mich dann gewöhnt, guck dir das mal an. Hallo. Ja, und pass auf, wir sprechen jetzt hier von 37 cm, 37 cm, 23. Brutal, ne? Was schöner? Ich weiß, viele mögen Luft nicht, ne? Doch, Mann, bitte. Ja, viele mögen Luft nicht. Ich schon. Ich auch. Mega so, nice. Unterschied zwischen den beiden Autos ist geil, brutal. Tschüss. Die Welt,